So, und wir kommen ins Finale Latein. Mit der 13 Ralf Müller, seine Frau Olga Omechenko aus Russland. Kennengelernt haben sie sich bei den German Open, aber das wissen sie vielleicht als Tanzsportbegeisterte. Seitdem geht es mit beiden steil an die Spitze. Aber auch ihre Konkurrenz ist hart. Mit der 13 im Hintergrund, wie gesagt, das deutsche Paar. Und jetzt direkt vor uns Louis van Amstel und Julie Freier aus den Niederlanden. Sie war zwischenzeitlich zu den Professionals übergewechselt und kam jetzt zurück. Und beide wieder glänzend aufgelegt mit einer guten Paarstimmung. Mit der 13 also Ralf und Olga Müller, die zweiten der Weltmeisterschaften. Und der Weltmeister ist ja zurückgetreten, beziehungsweise ins Profilager übergewechselt. Paul Killig, Inga Haas vom Frankfurter Kreis. Paul, der Engländer, tanzt jetzt mit einer Russin zusammen. Trainer unter anderem von den Müllers ist auch Ralf Müller und Olga Essen Salbeck. Rechts im Bild zu sehen. Erster, zweiter. Und erster Platz. Na, das war doch überzeugend. Nur ein zweiter Platz für die beiden. Und dieser Platz kam vom Jack Reevey aus Schottland. Der zweite Tanz. Die sprühen vor Temperament, die Südafrikaner Michael Wendtig, Veronika Patrick. Der Cha-Cha-Cha.
Michael Wenting, Veronika Petrick, schon zweimal angesprochen, aber wie gesagt, sie stiegen auf, ganz plötzlich kamen aus Südafrika und wurden dann plötzlich bei den All Indian Meisterschaften Vierte, als Unbekannte, und das will etwas heißen. Jetzt machen wir den Start Nummer 13, bitteschön. Erster, Zweiter und Erster Platz. Ja, allen gefallen, dem Schotten nicht ganz so gut, aber wie gesagt, das ist Geschmackssache. Dritter Tanz, Rumba mit Roy Blacks ganz in Weiß. Sechs einmal im Bild, das Geschwisterpaar Jan Zweisen, Miriam Zweisen. Sie sind 10 Tänze Meister und nehmen in 8 Tagen an Weltmeisterschaften teil. Deshalb auch respektabel, dass sie in München dabei waren. Und die Müllers. Van Amstel und Julie Freier, vorhin im Bild, auch Konkurrenten der beiden hier. Olga in bestechender Form und der Ralf sehr stark. Auch sie waren natürlich nervös, wie vorhin Jens Werner sagte. Julie Freier, nahtlos sich wieder eingereiht zu ihrem Partner nach ihrem Ausflug ins Profigeschäft. Ausdrucksstarkes Paar, wie Sie sehen hier in dieser Zeitlupe, die beiden. Und die Wertung? Die Wertung für die Startnummer 7, bitte. Zweiter. Vierter Platz. Passt nicht ganz zusammen, aber deutlich der zweite Platz. Verdient. An erster Stelle diese beiden nach 3 Tänzen vor dem Paso Doble. Und Sie wissen, Espana Cani, es gibt eigentlich nur eine Paso Doble Melodie, die wird immer wieder gespielt. Und den beiden macht es einfach Spaß zu tanzen, die Südafrikaner mit der 12. Thank you.
Vor dem vierten Tanz ließ ein Pasodoble eindeutig in Führung Ralf und Olga Müller. Wie sieht es jetzt aus? Hier haben wir sie erst einmal in Zeitlupe. Technisch sauber, diszipliniert. Hier konnten sie schon frei auftanzen. 13, bitte schön. Erster Platz. Ja, zum ersten Mal zwei bzw. drei zweite Plätze mit dabei. Nur ein Schönheitsfehler. Wir kommen zum letzten Tanz. Scheif. Und noch einmal für Sie, also den 13 Ralf Müller, Olga Müller, Omelchenko, Ihr Mädchenname. Sie sind schon die Sieger dieses Tages, aber wie gesagt, Sie wollen alle Tänze gewinnen. An zweiter Stelle Louis van Amstel, Julie Freier, hier mit der 7. Mit der 8, Maglan, Karen Hardy aus England. Achten Sie mal auf die Südafrikaner im Hintergrund. Jetzt ist es zwar schon zu spät, aber da sahen Sie zwei ganz verschiedene Stile und die wollten wir Ihnen präsentieren. Eine Minute 45 Sekunden lang, wenn Sie mitgestoppt haben. Das ist eine Maximalzeit bei diesem anstrengenden Tanz. Sie wurden belohnt durch das fachkundige Publikum. Und hier, was vorhin schon angesprochen wurde, Marc Lann, Karen Hardy und dahinter Michael Wenting, Veronika Patrick. Der Junge da hinten und Lann ist auch nicht viel älter, aber er, wie gesagt, er bevorzugt ein bisschen den kräftigeren Stil. Olga Müller-Omelchenko, erster, und der erste. Ein wunderschöner Abschluss für die Müllers. Sie gewannen und jetzt freuen sie sich natürlich. Und sie wissen auch, dass diese Serie für sie wichtig ist. Ein herzliches Dankeschön. Ja, also ich muss sagen, die AD Masters Gala, das ist eine ganz tolle Sache, weil man sich wirklich mit den besten Paaren der Welt messen kann. Und unser großes Ziel ist eben auch, die ARD1 zu gewinnen am Ende des Jahres. Aber noch etwas anderes, nämlich die Weltmeisterschaft. Ja, natürlich, wir wollen Weltmeister dieses Jahr werden und wir trainieren sehr, sehr hart dafür. Wir werden das nicht leicht aufgeben. Das weiß ich. Olga, waren eigentlich alle Konkurrenten da, die euch bei der Weltmeisterschaft erwarten? Fabian, also das ist am Webturnier sind beste Paar der Welt und das ist für uns wie eine kleine Weltmeisterschaft. Da jetzt der Weltmeistertitel vakant ist, sind die Chancen umso größer. Ja, also die Chancen stehen nicht schlecht. Wir waren letztes Jahr Vize-Weltmeister und hoffen natürlich, dass wir dieses Jahr vielleicht oder hoffentlich auch Weltmeister werden.